kommt heute zu einem neuen Thema und heute geht es um das Eichhörnchen. Heute werde ich Eichhörnchen beobachten und euch Sachen verraten, über die ihr vielleicht noch nichts wisst. Eichhörnchen, das Thema Eichhörnchen kommt auch in der zweiten Klasse als Thema. Das könnte euch vielleicht vor dem Test weiterhelfen. Da haben wir schon Nüsse drin. Hier werden wir auch mal gucken. Und hier kommt bestimmt ein Eichhörnchen hin. Hier haben wir einen Garten und da kommen auch viele Eichhörnchen. Und darum hat man hier sowas aufgehängt. Hier geht die Luke so auf. Die steigen hier rauf, holen sich die Nuss. Und heute sammeln wir Nüsse. Also Nüsse sind halt Eicheln, Walnuss, Erdnüsse, manchmal auch nur ein Stück Rinde. Und heute sammle ich Eicheln und die Eicheln werde ich in diesem Sack drin sammeln. Wir werden so den halben Sack oder den ganzen Sack voll kriegen. In sowas sind auch Nüsse drin. Hier, die ist schon raus. Aber in diesem hier ist eine Nuss drin. Die ist manchmal schwer rauszukriegen. Manchmal auch ganz einfach. Die ist ein bisschen schwer. Diese Nuss rauszukriegen. Und das ist eine Eiche, wovon die Eichen fallen. Und jetzt habe ich gesammelt. Ich habe uns da so viele gesammelt. Jetzt sind die Eichhörnchen dort. Ich werde die Nüsse jetzt für sie hinlegen, dass sie kommen. Hier ist noch eine drin. Das waren die ich euch schon gezeigt habe. Da holt sie sich die selbst aus. Jetzt habe ich die Nüsse hingelegt. Übrigens ist ein... Und jetzt habe ich die Nüsse hingelegt. Da, ich hoffe, die Eichhörnchen essen das noch. Und wir haben 2 oder 3 Eichhörnchen auf dem Garten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, weil und man sollte Eichhörnchen nicht verscheuchen. Da hauen oder so, sind sehr niedlich und süße und kleine Tiere. Und die haben auch genug Feinde, eine Rabe und Adler und Nager. Und mehrere Sachen. Und sie leben echt schwer in der Natur.